Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Willkommen bei der zweiten Newcomer TV-Nacht hier an dem Fuße des Taunuses. Es ist ein unglaublich schwüler, fast tropischer Tag. Und ihr befindet euch hier in der Portstraße Jugend und Kultur im Interviewzimmer. Und ich habe hier die heißesten Rapper aus der Szene rangekarrt oder rangekarrt bekommen. Als da wären der unglaubliche Noesino, Young Kido, Benson und dann, wo steht's? Komma klar. Klar, und ich glaube, das war es auch schon. Vier Leute, Noesino, Young Kido, Benson und Komma klar. Willkommen an Bord. Was hat euch zusammengebracht? Weil eigentlich seid ihr Einzelkometen im großen Universum des Hip-Hops, aber irgendwie habt ihr euch gefunden. Wie habt ihr euch gefunden? Soll ich jetzt? Okay, alles klar. Benson, zu meiner ganz Linken, kenne ich seit, wie lange kennen wir uns? 7 Jahre? 8 Jahre? 8 Jahre kam vom Skaten damals. Der Mann da hinten, sein Vater ist unser Produzent und irgendwann kam aus Zufall, haben uns mal ein Studio gehockt und einen Track gemacht und dann hat sich das alles so ein bisschen zusammengefügt. Dann kam der liebe junge Mann neben mir, unser Kido, und dann als guter Letzt zum Schlusslicht kam Komma klar. Ja, und jetzt machen wir unser Ding, sind hier und da. Ja, ihr seid die krasse Boy Group und ihr nennt euch... R&B. R&B wegen dem Musikstil oder R&B, weil ihr einfach komplett, wenn überhaupt jemand R&B ist, dann seid ihr es? R&B eigentlich, also meine Wenigkeit, der Mann. Ganz einfach erklärt. Das sind die Abkürzungen der drei Vornamen. Ja. Kannst du mal sehen, wie doof ich bin? Mhm. Ronny, Noah, Ben. Ah, okay, R&B. Eure Privatnamen. Ja. Also, ja gut, das muss man ja auch erstmal irgendwie wissen. Genau, das muss man ja erstmal wissen. Was sind die Ziele? Also wo geht es hin mit R&B? Was könnte alles noch passieren? Wir haben jetzt Konzerte geplant. Wir wollen natürlich all in all einfach nur Spaß haben. Darum geht es ja als erstes. Und ansonsten, ja, natürlich die Leute erreichen mit der Musik. Die es fühlen, die fühlen es. Ja, und das wollen wir einfach machen. Es macht uns Spaß. Und die Leute, die es hören, machen es hoffentlich genauso wie wir. Also es soll hochgehen. Ja. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Wie produziert ihr? Weil hier steht es ja in den wenigen Sätzen, die mir zugetragen wurden. Im M32 Studio arbeitet ihr und da entstehen Songs. Main Street, das heißt, irgendjemand baut die Beats. Aber was mich interessiert ist, worum geht es in euren Texten? Wer macht die Texte? Das heißt, jeder von euch ist selber für seine Texte verantwortlich. Wie entstehen die? Beim Regen unterm Regenschirm oder irgendwo in der U-Bahn? Also wie entstehen eure Texte und wo? Das ist durch und durch unterschiedlich, würde ich jetzt mal von mir aus sagen. Wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin, ich habe auch letztens einen Song gemacht, während ich arbeiten war, in der 8-Stunden-Schicht habe ich den Song geschrieben. Der geht nur über meine Arbeit. Ja, das ist tatsächlich lustig. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Studio oder ein Beat am Laufen habe, dann schreibe ich da was. Wenn ich dann, wie gesagt, bei der Arbeit bin oder halt auch, wenn mir in der U-Bahn mal irgendwas einfällt, dann schreibe ich es mir auf. Ja. Also sehr unterschiedlich und dann führe ich es im Endeffekt dann im M32 Studio im Keller zusammen. Wie ist es bei dir? Einfach, wenn es kommt, dann kommt's. Da gibt es ein paar Lines, die schreibt man auf. Es ist immer unterschiedlich, manchmal zu Hause im Bett. Manchmal in der Bahn, manchmal im Studio. Alles autobiografisch oder Liebesleben oder... Alles, was gerade so im Leben passiert, wo du... Das ist ja auch für die meisten von uns, würde ich mal für alle sprechen, das ist ein Teil von der Therapie. Einfach so alles... Ja. Musik ist für die meisten Therapie und für uns auch bestimmt. Einfach so alles, was passiert, da kann man es nochmal reflektieren. Und es ist eigentlich ganz geil, wenn man das auf melancholische Beats oder einfach mal so komplett auf Fresse Beats, wenn man das sagen darf, einfach mal draufpackt. Und ich finde, das ist eigentlich geil. Du, wurde mir ja gesagt, hast schon ein bisschen Bühnenerfahrung. Yeah. Wie baut man sich überhaupt so eine eigene Crowd auf, also so eine Fanbase? Also passiert das einfach, weil du einfach wirklich so geil bist, dass die Leute alle zu dir kommen? Oder wie funktioniert das? Ich glaube nicht, dass ich weiß nicht, ob man das Fanbase nennen kann. So. Also ich mache es jetzt auch nicht seit gestern so. Aber diese bisschen Bühnenerfahrung, also wir reden da von dieser Großdemonstration auf der Hauptwache und es ist einfach infolgedessen passiert, weil ich bei deren Kampagne zu EU-Wahl mitgemacht habe und dann haben die halt noch ein Eck gebraucht und dann habe ich gesagt, hey Leute, hier bin ich. Aber dass die Leute dann da so abgegangen sind an der Hauptwache,
weiß ich auch nicht warum. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich an den Gig dran erinnern. Ich stand da oben einfach und es ist einfach passiert. Ja. Das interessiert mich ja immer. Also ich bin ja Schlagzeuger und Rapper sind ja auch irgendwo mit Worten Schlagzeuger, wenn man so will. Also es ist alles rhythmisch, es knallt alles. Das heißt, du hast irgendeinen Text, und der variiert ja. Also je mehr Energie du da reingibst, desto mehr Worte brauchst du eigentlich. Also das heißt, es ist ein Mix aus geschriebener Text und Freestyle. Ich schreibe selten Texte, also ich mache tatsächlich die meisten Sachen einfach aus dem Kopf raus, so wie ich mich gerade fühle, so ich sitze vor diesem Mikrofon und dann passiert es einfach, wenn dann tatsächlich Oldschool noch mit Kugelschreiber und Papier, aber ich weiß gar nicht jetzt, wie ich das beschreiben soll, also ich mache das immer je nachdem, wie ich mich fühle und dann halt mehr Wörter oder weniger Wörter, aber am Ende... Wie ist es bei dir, Jan Kido? Ach, keine Ahnung, es wird ein Beat rausgesucht, dann wird darauf geile paar Sätze gesagt. Und dann haben wir einen nice Song. Okay, rausgesucht. Das heißt, entweder per Vinyl oder hast du irgendeine Drummaschine, hast du irgendwie... Es gibt ja auch Leute, die Beats machen. Ja, ich weiß. Aber mir geht es jetzt darum, wie ist es bei dir? Also, du sitzt zu Hause an deinem Laptop und du hast da alles drauf, was du brauchst. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Man hört halt einfach ein Beat, ein Instrumental. Ja. Und dann läuft's einfach. Dann schreibst du darauf und vielleicht. Dann öffnen sich die Poren und die Worte fließen. Ja, genau. Es ist einfach, also das ist jetzt auch nicht irgendwie. Keine Ahnung. Es ist einfach das Leben beschrieben als Text, als Rap. Wie ist es? Also ich habe schon mal das Vergnügen gehabt, auch mit anderen Rappern zu sprechen und so. Und es gibt eine Szene in Frankfurt, die sich am Mainufer trifft, abends irgendwo mit Ghetto Blaster und so, dann gegeneinander betteln oder so, weil es kaum Räume gibt, wo überhaupt noch Hip-Hop-Konzerte passieren und so. Seid ihr in einer ähnlichen Situation oder wie trefft ihr euch in der Szene oder auch untereinander? Davon halte ich mich fern, ehrlich gesagt. Ja. Gar nicht. Ich habe nichts mit Freestyle-Leuten zu tun. Wir machen es einfach auf Spaß. Es macht uns Spaß, wir haben Lust daran und wir können es halt auch wirklich. Da bin ich von überzeugt, aber mich interessiert ja immer so, weil das ist, kenne ich ja auch aus dem Rock'n'Roll, da wird immer ein gigantisches Geheimnis um ein Mysterium, wie das alles versteht. Genau. Also, wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen mysteriös bleiben, sonst macht es ja keinen Spaß für die Zuschauer. Genau, wenn wir jetzt alles erzählen würden, dann... Ja. Ich verstehe. Wie ist es denn bei dir? Komm mal klar. Nee. Meistens 5 Bier drinne, Studio und dann passiert es halt, ne? Und du bist jemand, der auch hauptberuflich rappt? Nee, also ist jetzt auch 30 Stunden die Woche an der Kasse, mach meine Schule. Wie geil. Ja, und also irgendwo ist noch ein bisschen Realität drin, aber wir träumen natürlich alle sehr groß, schon seit Kind an. Und wir alle sind noch alle am schwer schaffen, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, es gibt Träume. Okay, es gibt Räume, es gibt also auch eine Szene von anderen Rappern, in der ihr auch seid, wo ihr euch abends trefft auf irgendwelchen Partys und dann zusammen was macht. Oder seid ihr eigentlich alle isoliert irgendwo und glücklich, dass ihr wenigstens ihr vier euch gefunden habt? Da würde ich jetzt mal was zu sagen. Also wir sind für uns M32. Ja. Wir treffen uns zu zweit, zu dritt, zu viert oder auch allein im Studio und dann machen wir unser eigenes Ding. Mit Rappern außenstehend hat man wenig zu tun. Bis gar nicht eigentlich. Wir supporten uns untereinander, feiern das, was wir untereinander machen. Und also mit jetzt so anderen Sachen haben wir echt eigentlich nichts am Hut. Ja. Deswegen. Das heißt auch, die Konzertsituation, wenn es Konzerte gibt, wie das Konzert am 12. Juli im Elver, das macht ihr alles selber? Oder werdet ihr auch euch, ich meine, das macht euer Manager, Entschuldigung, oder werdet ihr auch eingeladen von anderen Gruppen zu irgendwelchen Konzerten? Das kommt hoffentlich bald. Also bis jetzt ist unser Manager da stark dran, dass wir erstmal was haben. Jetzt ist Konzert am 12.07. Ist Konz ja auch der Main Act. Das haben wir alles selber quasi gemacht. Oder ich sage mal Manager. Und es wird geil. Wir sind quasi die Vorband. Haben dann so viel Zeit, wie wir brauchen. Jeder macht viele Tracks. Die Menge ein bisschen aufmischen, damit Konz dann gut abgehen kann. Ich glaube, der hat auch gute Bock. 12.07. wird geil. M32. Auf jeden Fall. Was mich noch interessiert ist, Video ist ja ein Riesenthema. Ich habe ein Video von euch gesehen. Das ist in irgendwie so einer
ich weiß nicht, ehrfurchtsvollen Villa in einem geheimnisvollen Raum entstanden? Oder in dafür sind wir 3 Tage nach Prag gefahren, tatsächlich. Also da haben wir mal richtig einen aufgedreht mit Kameramann und Plan und Location, alles vorher rausgesucht und dies und das. Aber ansonsten machen wir das eigentlich relativ, ich würde jetzt nicht sagen ghetto-mäßig, aber es gibt einen Camcorder, da ist dann 3 Stunden Film drauf und dann wird meistens der Mann da links dazu verdonnert, den Scheiß zusammenzuschneiden und dann... Also alles Lo-Fi, also so wie es eigentlich sein soll. Ja, aber es wäre jetzt auch komisch, wenn wir jetzt jedes Video 4K Ultra HD Kamerakran, ja. Links, rechts sind wir auch einfach nicht. Aber was mir ein bisschen fehlt ist, aber ihr seid ja gerade in den Startschuhen, ist halt so eine Webseite, wo man Sachen über euch erfährt. Einzeln, wenn ich viel suche, kriege ich es hin, aber R&B habe ich noch nicht gefunden. Das liegt daran, dass wir, ich meine, wir haben jetzt einen Track zusammen rausgehauen, so. Wir haben das Ding quasi gerade frisch gegründet, so. Das ist noch ein Baby. Es muss noch ein bisschen gefüttert werden, bis es wächst und dann, wenn da 2, 3 mehr Tracks draußen sind, dann wird man da auf jeden Fall auch einiges zu finden, denke ich und hoffe ich mal. Letzte Frage, Plattenfirma, ist ja, Plattendeal ist ja das Thema überhaupt. Macht ihr lieber eine eigene Firma oder so? Oder seid ihr? N32 ist die Firma, wir sind die Gruppe. Und ein fucking Label, wir sind das Label. Yeah. Endlich sagt mal jemand, wie es läuft. Also das wollte ich eigentlich nur wissen. Also das heißt M32, ihr bringt euch selber raus, ja, und wenn ja. jemand Geld verdient, dann seid ihr es. Ja. Sind es wir und noch unser Chef natürlich, ne? Okay, ihr Leute, ihr seht, die 4 sind hungrig. Sie wollen euch zerrappen, wenn man so will. Und ich freue mich total auf das Konzert jetzt hier in der Poststraße Jugend und Kultur. Deswegen einen universellen Applaus für die 4 Rapper von R&B.